Wer von euch hat sich in den letzten 6 Monaten mit den Themen Digitalisierung oder Nachhaltigkeit beschäftigt? Wahrscheinlich die meisten. Und das zeigt bereits, wie relevant beide Themen aktuell sind. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team erforsche ich das Zusammenspiel der digitalen und der Nachhaltigkeitstransformation, die zusammen auch als Twin Transformation bekannt sind. Zu beiden Themen gibt es separat voneinander schon einige Studien. Jedoch wurde das Zusammenspiel von beiden bisher kaum analysiert. Weltweit investieren Unternehmen jährlich ca. 3,7 Billionen Euro in digitale Technologien. Die Renditen dieser Technologien sind oft jedoch äußerst gering und die allgemeine Performance bleibt oft hinter den gewünschten Leistungen und Erfolgen zurück. Auch aktuelle Studien zeigen, dass Unternehmen es oftmals nicht schaffen, ihre Performance ausreichend durch digitale Technologien zu steigern. Somit stellt sich die Frage, wie Unternehmen es schaffen können, digitale Technologien erfolgreich einzusetzen und somit langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben ein konzeptionelles Modell entwickelt, in dem wir uns das Zusammenspiel von Digitalisierung und Unternehmensleistung anschauen. Im Mittelpunkt steht dabei das Zusammenspiel von Digitalisierung und sozialer Nachhaltigkeit. Wir fokussieren uns auf die bekannten ESG-Faktoren von Nachhaltigkeit, also Environment, Social und Governance-Aspekte. Insbesondere konzentrieren wir uns auf das S von ESG, also soziale Nachhaltigkeit. Wir haben einen umfassenden Datensatz aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. So verwenden wir beispielsweise einen textbasierten Digitalisierungscore, ESG-Daten der Refinitiv Database und objektive finanzielle Kennzahlen von Unternehmen. Für über 1000 US-Unternehmen betrachten wir diese Daten dann für einen Zeitraum von 2015 bis 2020. Insgesamt können wir einen signifikanten Effekt von Digitalisierung und sozialer Nachhaltigkeit auf Unternehmensleistung zeigen. Das heißt, dass Unternehmen, die es schaffen, durch soziale Nachhaltigkeit ein mitarbeiterfreundliches Umfeld zu schaffen, mehr Vorteile von Digitalisierung haben. Unternehmen, die ein solches mitarbeiterfreundliches Klima schaffen, profitieren mehr von Digitalisierung. Das heißt, ihre finanzielle Performance ist positiver. Unternehmen, die dagegen eine geringe soziale Nachhaltigkeit vorweisen, haben sogar eine deutlich schlechtere finanzielle Performance. Vielen Unternehmen ist bewusst, dass sie Transformationsprozesse ganzheitlich gestalten sollten. Unsere Ergebnisse unterstreichen, dass es wichtig ist, die digitale Transformation ganzheitlich zu betrachten und sich nicht nur auf funktionale Aspekte wie die Technologieimplementierung zu konzentrieren, sondern auch die soziale Komponente zu beachten. Denn Unternehmen profitieren davon, wenn sie ein mitarbeiterfreundliches Umfeld schaffen, eine kulturelle Veränderung herbeiführen können und ein unterstützendes und psychologisch sicheres Umfeld schaffen. Wenn ich euch für dieses Thema begeistern konnte, dann könnt ihr gerne auf mich oder den Lehrstuhl von Professorin Edinger-Schons zukommen.